Mit Patch 13.5 haben wir von Battleset Games eine neue 545er AK bekommen. Und das ist einmal die AK-12. Und selbst jetzt, nach circa einer Woche in dem Wipe, können wir, glaube ich, mit relativer Sicherheit sagen, dass die AK-12 definitiv die beste 545er-Waffe in Escape from Tarkov sein wird, diesen Wipe. Der Knackpunkt nämlich bei der AK-12 ist, dass wir nämlich hier bei der AK keine 600er oder 650er RPM haben, sondern wir haben eine Feuerrate von 700. Und das Ganze macht die Waffe deutlich interessanter, gerade im Close-Quarter-Battle, wenn man irgendwie gegen eine M4 kämpft oder generell vielleicht auch einfach gegen andere Waffen im 556er-Kaliber zum Beispiel. Da wird diese Waffe auf jeden Fall deutlich glänzen, wenn es dann zum Beispiel gegen G36 geht oder sonst irgendwas. Schauen wir uns die Waffe mal an. Die AK-12 schaltet man frei bei Prepper Level 4, das heißt also ab circa Level 36 mit eurem PMC. Gleichzeitig bekommen wir hier auch die ganzen Attachments, die relevant sind. Allerdings könnt ihr auch vorher bereits diese Waffe natürlich in einem Scav Run oder sonst irgendwas finden. Allerdings bekommen wir den Silencer bei Prepper erst ab Level 4. Wenn wir uns die Attachments hier mal genauer angucken, dann landen wir hier insgesamt bei einem Preis von fast 163.000 Rubel. Was eigentlich total in Ordnung ist, wenn man überlegt, dass es gefühlt die beste Waffe in diesem Kaliber sein wird. Und natürlich, was man dazu sagen muss, hier wieder ist Scope natürlich nicht mit einberechnet, denn Scopes sind subjektiv in Escape from Tarkov. Jeder mag unterschiedliche Scopes. Deswegen, das an der Stelle ist nicht mit eingerechnet. An der Stelle habe ich euch auch direkt schon mal die Meta-Variante von dem Ganzen zusammengemoddet. Und das sind ungefähr die Werte, mit denen wir arbeiten werden. Das heißt 57 Ergonomics, was absolut in Ordnung ist für eine Waffe, die eine Silencer drauf hat. Und 51 Vertical Recoil. Man darf dabei nicht vergessen, diese Waffe hat nur 700 RPM. Bei 51 vertikalem Recoil hört sich das bei einer M4 zum Beispiel ganz schlimm an. Aber dadurch, dass die nur 700 RPM hat, ist die Waffe absolut zu kontrollieren, was ihr auch gleich im Gameplay definitiv sehen werdet. Was die Munition angeht, würde ich euch hier empfehlen, mindestens die 545 BP zu spielen. Das ist eine Munition, die zwar gefühlt immer ausverkauft ist bei Prepper, aber allerdings könnt ihr die ebenfalls auch im Flea Market kaufen. Ansonsten Punisher-Reihe so schnell wie möglich durchpushen bei Prepper selbst, um die BT freizuschalten und dann natürlich alles mögliche, was besser ist als das. Das heißt 7N40, BS-Munition und so weiter und so fort. Die Waffe wird definitiv skalieren mit besserer Munition, wie gefühlt jede Waffe in Tarkov. Eine letzte Sache noch für die ganzen 545-Enjoyer da draußen. Bitte hört auf, 60er Magazine zu spielen. Wenn wir uns einfach die Stats hier angucken, an der Stelle Load und Unload Speed Modifier, wenn ihr keinen Bock drauf habt, 500 Jahre nachzuklippen und ihr habt keinen Bock auf richtig miese Ergo-Debuffs sozusagen, dann guckt einfach, dass ihr die 45er Magazine spielt. Sie sind deutlich günstiger als die 60er Magazine und vor allen Dingen seid ihr auch deutlich mobiler damit im Raid selbst, weil ihr nicht die ganze Zeit auf einer Stelle hocken müsst und nachklippen müsst. Das Ding ist, die Dinger sind 3 Slots groß, was auch gleichzeitig ein Vorteil sein kann, weil an der Stelle habt ihr dann die Möglichkeit, das Alpha-Rig zu spielen und kein Mensch da draußen lootet einen Alpha-Rig und auch keine 45er-Magazine, die 3 Slots groß sind, weil einfach jeder glaubt, dass die schlecht sind. Wenn ihr also gucken möchtet, dass ihr immer eure Rigs und gerade eure Magazine zurückbekommt in der Versicherung, dann ist das definitiv the way to go. Wenn ich das Ganze immer noch nicht überzeugt haben sollte, dann auf jeden Fall an der Stelle jetzt viel Spaß mit dem Gameplay und denkt an den ganzen Bums wie Likes, Kommentare und so weiter und so fort und ein Abo ist natürlich auch sehr appreciated, hilft mir auf jeden Fall maximal aus. Ich hau mir einfach jetzt schon mal Painkiller rein, Mann. Ja, AK-12 ist ein Biest. Tralalalala. Ey, mag die Waffe, Alter. Bro, die Feuerrate mit diesem Kaliber macht so viel Spaß. Nico und 545 Kaliber, was ist da los? Bro, es macht wirklich Spaß. Die 700 RPM anstatt 600 RPM ist schon... macht wirklich Spaß. Das ist schon ein Unterschied, der spürbar ist, finde ich zumindest. Auto ist auf jeden Fall nicht da. Und mir fehlt, glaube ich, genau ein Kill, um die Doms-Kill-Quest abzuschließen, ne? Mal schauen, ob Rishi da ist. Ich glaube zwar nicht, dass er da ist, aber gut. Ich bin gerade bei 103 Runs und Level 24. Nice. Oh, schau, dein Liebst nicht gut. Ja, es ist ja immer unterschiedlich, Mann. Ist ja gar nicht mal so schlimm. Aber in der Tanke waren gerade Shots. Vielleicht kriegen wir einen Shooter-Bone hin.
Schön gespielt von ihm. Oh Gott, was habe ich denn da getan? Wie war der nicht drauf? Tina wird dem Kollegen auf der anderen Seite dann nicht gefallen haben. Nimm doch die 60er Max, ja. Aber würde ich nicht empfehlen. 60er Max auf einer 545 würde ich nie empfehlen. Immer die 45er. Lass dich einfach deutlich besser spielen wegen Ergo-Stats und du brauchst nicht 500 Jahre zum Nachstacken. Einige Kills für die, einige Kills geschafft tatsächlich für die Dorms-Kill-Quest. Leider wieder keine einzigen Fountain Raid-Items, die wir gebraucht haben, was ein bisschen ärgerlich ist. Dafür 5 U6 gedroppt, Mann. Bro, die AK-12 ist fucking Liebe. Ich bin Level 20 und habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich werde einfach nicht mehr warm mit Tarkov. Es macht mir momentan einfach keinen Spaß mehr. Da gucke ich lieber die Streams. Anscheinend haben die Leute dort diese Probleme nicht oder machen etwas grundlegend anders als ich. Naja, was heißt diese? Die Bots sind halt immer noch fucking nervig hoch 10, ne? Ist halt einfach die KI von Escape from Tarkov. Das ist scheiße. Das ist leider so. Ne? Aber dafür macht das Spiel halt in allen anderen Belangen irgendwie Spaß. Es gibt halt keine Konkurrenz zur EFT. Ja, jetzt aktuell, ne? Du hast Hunt Showdown auf dem Markt. Marauders ist ein Stück Trash. Ja, aktuell ist schwierig. Eine anständige Alternative zu Tarkov hast du echt aktuell gar nicht, ey. War wild, dass ich den doch gekriegt habe, ne? Läuft! Wie viele Bullets denn noch? Nice, ein Pferd. Noch ein Pferd? Schade. Ich bin überlegen, ob ich das Pferd tatsächlich einfach rausbringe. Das ist dumm, oder, Chat? Das ist richtig dumm, was ich jetzt tue. Egal. Den habe ich nicht gelegt. Da hinten sitzt er. GG's. Bro, lag dir unter dem Stuhl? Och, ist das ein Abfuck. GG's.